Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich sprechen von dem großen Mahl, das der König vorbereitet hat, weil er hat Hochzeit seinem Sohn gefeiert. Und dann hat er auch Leute eingeladen, so vornehme Leute, hat er geschickt, komm zu meiner Hochzeit. Ja. Die Knechte sind gegangen, haben sie auch gerufen, aber die wollten nicht. Sie sagten, ja, bitte entschuldige uns, wir haben hier was zu tun, wir gehen nicht. Und dann kommen die Knechte zurück zu dem König und da ist Essen schon vorbereitet, die Ochsen sind geschlachtet, Fleisch, alles ist da. Dann sagt, geh doch, ruf noch einmal. Und dann gehen sie und rufen noch einmal. Und wo sie kommen, dann waren sie schon grob, haben gesagt, ja, wir sind beschäftigt und haben sogar diese Knechte getötet. Und das hat also, da wurde der König zornig und er schickt also dorthin seine Kriegsleute und die haben dann die ganzen Menschen vernichtet und die Stadt verbrannt, wo sie gewohnt haben. Interessant, die Gute, die so höflich sich abgesagt und die da grob, alle sind gleich behandelt worden. Und dann sagt Jesus, geht auf die Straßen, ruft also alle Leute ruft an, Gute und Böse zu diesem Fest. Und dann gehen sie, rufen wirklich, dann kommen auch die ganzen Leute und zu diesem Fest rein und sind an den Tischen. Und dann ist es was Interessantes, der König geht rein und sieht jemand, der hat kein Hochzeitsgewand, das lese ich hier. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen und sah allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Kleid an. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du so hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähnen klappern, das sind viele berufen, aber wenige sind auserwählt. Ja, interessant. Er fragt ihn, warum bist du nicht in der Kleidung? Er ist verstummt, er hat keine Antwort gehabt, denn an jedem war dieses Hochzeitskleid auch angeboten. Wenn du reingehst, dann bekommst du das Hochzeitskleid. Manche sagen, das war so ein Übermantel oder sowas, was man drüber auf die Kleider anziehen konnte. Und dann gingen sie rein in diese Hochzeitskleidung, weil das wollte der König. Der eine sagt, ja, ich brauche es nicht. Der hat so gedacht, ja, wozu brauche ich diese Kleidung? Ich will mich nicht untertönig sein diesem König. Und es war der Wunsch, der einzige Wunsch, der der König hatte, dass sie Hochzeitskleider haben. Und das Interessante ist, es ist heute auch so der Fall. Manche kommen zu Gott, wollen mit ihm auch von ihm was haben. Denn auf diesem Fest, da hat man viel. Wir im Leben, die wir Kinder Gottes geworden sind, wir haben den Frieden mit Gott, was so köstlich ist. Wir haben die Ruhe in unserem Herzen. Wir sind immer dankbar. Das ist etwas Besonderes, mit Gott in dieser Verbindung sein. Wir bekommen sehr viel von ihm. So sind manche, die wollen auch etwas, aber sind nicht bereit, sich beugen vor Gott und das tun und erfüllen, was er sagt. Und die denken, ja, das braucht man jetzt nicht, dann mache ich so, wie ich das will und so. Aber es ist so, wie bei einem natürlichen Menschen, nicht bei einem, der wirklich so mit Gottes Gedanken denkt. In Korinther, 1. Korinther 1 schreibt Paulus, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Das muss geistlich gerichtet sein. Also, sie haben nicht diesen geistigen Bezug zu Gott. Die sehen sich auch nicht als Sünder. Aber Jesus sagte jenes Mal dem Nikodemus, also, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wir müssen vom Neuen geboren werden. Der Mann war nicht von Neuem geboren. Jesus sagt auch weiter, wer nicht aus Geist und Wasser geboren wird, der wird nicht in das Reich kommen. So ein Mann war da. Und das Interessante ist, da gibt es auch noch ein Wort, was Jesus sagte, antwortet auch den Pharisäer in Johannes 6. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ein Werk, etwas ganz Wichtiges, so wie ihr auch, nur die Kleidung anziehen. Etwas ist ganz wichtig, glauben an Jesus Christus, wirklich glauben. Und dieser Glaube wird dich verändern. Dieser Glauben wird zeigen, wie viel du gesündigt hast, dass er für dich gestorben ist. Ein Opfer hat gebracht für dich, dass du von der Sünde frei bist. Du wirst es verstehen, du wirst bitten bei um Vergebung und du willst auch von Neuem geboren werden, dass Jesus in deinem Herz wohnt. Und wenn du von Neuem geboren bist, dann hast du diese Kleidung, dann kannst du auf diesem Fest auch ruhig sein. Interessant, ein Werk, sagt hier Jesus, wenn wir denken noch an den reichen Jüngling jenes Mal. Es wurde ihm auch gesagt jenes Mal,
Ja, weil er gefragt hat, wie soll ich in das Himmelreich kommen? Und sagt ihm Jesus, ja, hast du die Gebote erfüllt? Und sagt er, ja, ich habe alle erfüllt. Und dann sagt er ihm auch so interessantes Wort, dass Jesus hörte, sprach er zu dem Jüngling, es fehlt dir noch eins, nur eins, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. In dem Fall war es halt dieses Verkaufen und mit Jesu gehen. Das war auch ein super Angebot, mit Jesu diese ganze Zeit zu sein. Aber er wollte es nicht. Hier war es eine Kleinigkeit, so wie es auf diesem Fest ist. Nur die Kleidung besorgen. Wir beglauben diesem König, dass er es gut meint. Der wollte es nicht. Und der wird auch, geht verloren. Es ist wichtig, dass wir nicht so denken wie diese Welt. Wir sollen denken, so wie Gott es von uns fordert. Lesen, vertiefen uns und das tun, was der Herr von uns will, in vollem Gehorsam. Und der Herr wird uns segnen. Danke, Jesus. Amen.